Ich habe alles verloren. Nicht einmal Zucker für den Tee haben sie mir gelassen. Es war der IS, der Feuer im Haus des alten Mannes gelegt hatte. Die Terrormiliz ist seit einigen Monaten vertrieben, aber die Zerstörung ist allgegenwärtig. Nach und nach kamen die geflüchteten Bewohner wieder zurück in ihr Dorf, in dem der IS 3 Jahre lang geherrscht hatte. Jetzt wird das Dorf von kurdischen und christlichen Milizen beschützt. Wo immer es möglich ist, unterstützt Miseria über lokale Pfarreien die Rückkehrer. Ein verwüsteter Textilladen wird wieder renoviert. Eine kleine Werkstatt an der Durchgangsstraße bekommt eine neue, gut schließende Tür. Auch für den Gemüsehändler lohnt es sich wieder nach Bad Nai, 25 Kilometer von Mosul entfernt zu fahren. Doch wir fühlen uns hier wieder sicher, jetzt wo der IS vertrieben ist. Die Zerstörungen in den Dörfern im Nordirak sieht man sofort. Viel größer aber sind die Verwüstungen in den Seelen der Menschen, die hier unter dem IS gelitten haben. Deshalb unterstützt Miserior seit längerem die lokale NGO IAN, die sich auf Traumatherapie spezialisiert hat. Das Wartezimmer der Traumatherapeuten in einem Flüchtlingslager nur für Jesiden ist immer voll. Sie war ein halbes Jahr Gefangene der IS, bevor sie fliehen konnte. Nach einem Jahr Therapie hat sie wieder neuen Lebensmut geschöpft. Vor der Therapie hatte ich oft Albträume, Selbstmordgedanken und konnte nicht sprechen. Das ist jetzt dank der Therapie vorbei. Das 11-jährige Mädchen aus dem Sindschar-Gebirge spricht nicht viel über die Gräuel, die sie miterleben musste. Aber sie malt. Geduldig unterstützt von der Therapeutin. Nach etlichen Monaten Therapie werden ihre Bilder heller und klarer. Ihre Chancen stehen gut, dass sie bald wieder mit den anderen Flüchtlingskindern spielen und lachen kann.